Ein herzliches Moin aus Münster. Eine kleine Videoantwort auf die Frage vom lieben Björn. Englische Mischung, Balkanmischung. Gibt es da einen Unterschied? Ist das das Gleiche oder dasselbe? Was steckt dahinter? Wie kann man es erklären? Als ich die Frage gehört habe, da habe ich mir spontan eigentlich gedacht, so das Gleiche. Jetzt kamen natürlich einige Hinweise von Björn, aber auch von vielen anderen, Alex, die doch darauf hindeuteten, dass es da vielleicht kleine Unterschiede gibt. Und dann habe ich mal so überlegt, bin ja auch seit 35 Jahren mit der Pfeife unterwegs. Was war das denn früher für ein Unterschied oder was hat es früher für dich bedeutet, wenn du Tabak gekauft hast, wenn man mir dir sagte, das ist eine englische Mischung, das ist eine Balkanmischung, dänische Mischung, fiel mir spontan ein. Naja, dann habe ich gedacht, okay, warum hast du so viele Tabakbücher und Pfeifenbücher, guckst du halt mal nach. Und habe dann bei den ganz alten Schinken mal geguckt, also der Schmidt oder wie der hieß, glaube wohl. Schulz, Entschuldigung, fast das gleiche, der Manfred Schulz, mein allererstes Buch vor 35 Jahren, was ich mit meiner ersten Pfeife mit dabei bekam, war jetzt nicht unbedingt so eine Erfüllung in dem Bereich. Und was er da über die Pfeife, oder besser gesagt über den Tabak schrieb, na gut, er geht auf verschiedene Schnitte ein, was aber schon mal wieder ein guter Hinweis war. Er schreibt über Latakia-Mischungen, entstehen auf Basis relativ heller und leichter Orient-Tabake, die mit Burley, Perique und anderen Tabaken gewürzt werden, aber ihren typisch rauchigen, herben Charakter und Geschmack durch einen mehr oder weniger hohen Latakia-Anteil haben. Dann spricht er von Burley-Mischungen. Das war es dann auch schon. Okay, alles klar. Hab dann auch mal Hochrein, Verdagur und wie sie alle heißen, mal geguckt. Richard Charlton Hacker und Paulinus Otto. War irgendwie alles nicht so erquickend. Hatte aber irgendwo im Hinterkopf, dass ich was gelesen hatte und dass es da was gab, was da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnte. Zumindest als Erklärungsansatz. Ob das dann so übernommen wird und ob richtig ist oder stimmig ist, ist ja immer noch eine andere Frage. Hab dann hinterher mal bei den größeren Büchern nachgeguckt. Also habe ich hier nochmal die Welt der Pfeife, Alexis Liebert und Alain Maya oder Maya oder wie der heißt. Und da bin ich dann, glaube ich, doch fündig geworden, weil er geht da auf die Feinheiten der Geschmäcker ein. Und ich darf das mal einfach kurz zitieren. Die vier größten tabakverarbeitenden Länder, die USA, England, die Niederlande und Dänemark, haben vier Grundkategorien eingeführt, die jeweils den Tabakgeschmack eines Landes ausmachen sollen. Das schreibt er in Anführungszeichen. Schränkt es gleich ein, indem er natürlich sagt, ja okay, es gibt natürlich auch in jedem Land dann mal wieder welche, die sich nicht an diese Vorgaben halten, weil sie anders sein wollen aus Marketing, verkaufstechnischen Gründen und so weiter. Aber man könnte zum Beispiel auch einen holländischen Tabak mit Tabak aus Brasilien in Frankreich hergestellt sein und so weiter und so fort. Aber was ich nicht schlecht fand, das ging mir dann so durch den Kopf, war ja auch die Schnittart, die sich dann da so aufdrängt. Weil zum Beispiel holländische Tabake habe ich per se eigentlich als relativ fein geschnittene Tabake im Kopf. Und ich glaube, es hat sicherlich auch einen historischen Hintergrund. Tabakpreise waren ja früher exorbitant hoch. Und da war es dann sicherlich, da waren die Pfeifenköpfe natürlich relativ klein, sieht man ja auch bei den alten Tonpfeifen, weil die Leute sich gar nicht leisten konnten, da die Tabakmengen hineinzupacken, die wir da heutzutage reinstopfen. Und dadurch bedingt sich ein gewisser Schnitt und dadurch bedingt natürlich auch eine gewisse Vorgabe an die Herstellung, an die Verarbeitung des Tabaks. Also ich denke mal, da ist man schon auf der richtigen Spur. Er unterteilt dann jetzt diese Tabake, ich übernehme das bitte mal. Die sogenannten amerikanischen Tabake sind meistens aromatische, helle Mischungen auf der Basis von Virginia- und Burley-Tabaken, die mit einem Hauch von Perique oder Latakia gewürzt sind. Insgesamt mild, leicht im Rauch. Die Grundrichtung ihres Aromas, ihres Geschmacks und ihrer Konsistenz resultiert jedoch mehr aus der Wirksamkeit des Saucings und Flowerings als aus ihren natürlichen Eigenschaften. Ausgezeichnete Feuchtegehalt, vorherrschend süße Geschmacksrichtung. Stimmt auch so ein bisschen, wenn ich so überlege, was ich häufig als klassisch amerikanische Mischung bekommen habe. Wir reden jetzt nicht über Greg Alpice, seine englischen Mischungen, die er da herstellt oder so, sondern so Prinz Albert oder was weiß ich, was da so bei denen geht, bei den Kollegen da drüben oder früher auch ging hauptsächlich. Das passt schon in die Richtung. Und
Ich springe mal weiter. Die sogenannten englischen Mischungen sind im Gegensatz zu den amerikanischen nicht durchwegs aromatisiert. Die Grundtabake sind jedoch oft die gleichen: Virginia, Burley, Perique und Latakia. Sie heben sich vor allem durch zwei Besonderheiten hervor, die von den Kennern sehr geschätzt werden. Die Mixtures sind Mischungen aus Virginia, orientalischen Tabaken und Latakia, wobei die beiden letzten den leicht rauchigen und kräftigen Geschmack ergeben. Auch ihre Farbe ist charakteristisch. Eine englische Mixture bietet zwischen dem Gelb des Virginia-Tabaks und dem Schwarz des Latakias kontrastreiche Farbspiele, die einen hohen ästhetischen Genuss bereiten. Die zweite große Spezialität der Engländer sind die Flake Cuts, dünne Plättchen von Presstabak, die gewöhnlich aus amerikanischen Mischungen auf der Grundlage von Virginia hergestellt werden. Sie können im Geschmack ebenso kräftig sein wie die Mixtures, doch gibt es unter ihnen auch leichtere Mischungen. Englische Tabakfirmen bieten dem Kunden insgesamt über 150 Marken, gut, das war ja zu dem Zeitpunkt des Buches, irgendwann in den 80ern, an, die zumeist auch in der ganzen Welt exportiert werden. Ne? Berühmte Mixtures, dann kommt er halt auf Dunhill und Early Morning Pipe und so weiter und so fort. Dim, dim, dim. Bei den sogenannten holländischen Tabaken, sind wir bei Nummer 3, unterscheidet man zwei vollkommen verschiedene Arten. Da gibt es den traditionellen, zu denen alle Tabakwaren gehören, die bereits seit eh und je in Holland üblich waren und auf der Grundlage dunkler Tabake aus den früheren holländischen Kolonien, Niederländisch-Indien, heute Indonesien, hergestellt werden. Als Beimischung erhalten sie einige ziemlich würzige amerikanische Tabake, wie zum Beispiel bestimmte Virginia- als auch Maryland-Tabake. Diese Mischungen sind nicht aromatisiert und entfalten einen kräftigen Geschmack. Leider verschwinden sie immer mehr vom Markt. An ihre Stelle rücken immer mehr eine neuere holländische Spezialität, nämlich aromatische Mischungen auf Grundlage von Virginia und Burley. Diese sind seit ihrer Entstehung in den 50er Jahren wegen ihrer Leichtigkeit, Milde und vor allem wegen des kräftigen, fruchtigen Aromas bei jungen Rauchern sehr geschätzt. Ready Rub Cavendish geht da nochmal drauf ein und so weiter und so fort. Die sogenannten, und dann sind wir bei Nummer 4, dänischen Tabake schließlich sind ebenfalls aromatische Mischungen und ähneln in ihrem sehr leichten Rauch den holländischen. Die Dänen, bei denen es sehr viele Pfeifenraucher unter ihnen auch große Kenner gibt, haben dabei einige Presstabakspezialitäten entwickelt, worin sie unbestrittene Meister sind. Flake Cut, Curly Cut, Cavendish. Grundtabake bei den dänischen Mischungen sind Virginia, Burley, Perique oder Latakia. Unter dem Markennamen McBaren, zum Beispiel Harald Halberg Firma, 20 Mischungen und so weiter, bla bla bla. Größte Hersteller Land, Firma Orlik, produziert mehrere Marken. Neben diesen vier großen Richtungen, die als klassische Geschmacksrichtung in der Welt des Pfeifenrauchens mehr oder weniger beliebt sind, sind noch die französischen dunklen Tabake zu erwähnen, die für ihren kräftigen Geschmack bekannt sind und in viele Länder exportiert werden. Und so weiter und so fort. Dum, 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 dum. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind da jetzt noch nicht genau auf dem Punkt, was jetzt diese Balkanmischung und was diese englische Mischung angeht, aber das ist eigentlich das, was ich gelernt habe, was die Historie der Tabakmischung angeht. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Natürlich mischt sich das heute total, weil es in jedem Land Hersteller gibt, die natürlich sagen, wir möchten für unsere Marktpräsenz, wir möchten für unseren Verkauf einfach und auch mal probieren, eine Mischung zu machen, die vielleicht, die wir in Dänemark gesehen oder geschmeckt haben, die uns gefällt oder die aus Holland kommt oder aus England, aus Amerika und so weiter. Das macht ja jeder Hersteller, das ist klar. Nur, ich glaube, man tut sich da am leichtesten, wenn man sich so ein bisschen bei der Historie festhält und da einfach guckt und sagt, da kommen ursprünglich so ungefähr diese groben Richtungen her. Machen tun sie mittlerweile in allen Ländern alle alles, sodass man da nicht mehr sagen kann, nur weil ich jetzt in England eine englische Mixture gekauft habe, schmeckt die so und so. Das kann Bombay-Tabak sein, das kann alles sein in der Richtung. Also das ist schon relativ klar. Kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Balkan-Mischung und englische Mixture. Ich sehe da keinen klaren geschmacklichen Unterschied in dem Bereich, sondern ich glaube, dass eine englische Mixture eine Mixture ist, die aus England kam und dass eine Balkan-Mixture halt nochmal eine genauere Unterteilung, nochmal eine genauere Benennung ist, indem man einfach sagt, okay, da sind Balkan-Tabake drin. Ne? Da sprechen wir halt von diesen Janice und wie das alle heißt und Latakia und. Und ich glaube, dass man da nicht sich unbedingt festmachen kann, indem man sagt, das ist eine Balkanmischung, also darf da kein XY drin sein oder so in der Richtung, sondern es ist als Würztabak Tabak, der vom Balkan kam und der nach Balkanart ausgebaut, fermentiert war und so weiter gefertigt. Das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe nicht zu noch mehr Verwirrung geführt, sondern habe das eine oder andere
nochmal an Input geben können. Tolle Frage auf jeden Fall von dir, Björn. Finde ich immer super klasse, wenn sowas bei uns in der Community als Thema auftaucht, weil da hat dann doch jeder Erfahrungswerte. Und egal, ob einer 2 Jahre dabei ist, Jürgen Kümpflein zum Beispiel, fasziniert mich total, was er an Pfeifen, an Tabakwissen und so weiter in die Kamera bringt. Seine Begeisterung, die er uns bringt, tolles Mitglied der Community, vielen Dank an der Stelle. Und oder andere, die halt seit 35 Jahren das machen, da gibt es keinen Unterschied, keiner ist besser, keiner ist schlechter, wir lernen alle voneinander und das ist eine tolle Sache. Und darum an der Stelle nochmal vielen Dank an alle. Ciao.